Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie nochmals ganz herzlich begrüßen bei uns hier in Oberösterreich, in Gmunden, vor allem die Gäste von auswärts. Und ich darf als Landeshauptmann einen ganz, ganz herzlichen Gruß Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesminister außer Dienst, Heiner Geißler, auf oberösterreichischem Boden sagen. Sie sind ja nicht zum ersten Mal bei uns. Legendärer CDU-Generalsekretär, aber eigentlich in allen Funktionen, die er ausgeübt hat, seiner Zeit immer eine gute Spur voraus. Die Liste seiner Initiativen, in denen er an der Spitze des Fortschritts gestanden ist, ist eine lange. Ich erwähne nur einige wenige Punkte, weil sie wichtig sind und weil sie ihn als Zukunftsmann auszeichnen. Als Landesminister in Rheinland-Pfalz hat er das erste deutsche Kindergartengesetz entwickelt. Er hat auch das erste Krankenhausreformgesetz entwickelt. Auch über dieses Thema wäre in Oberösterreich derzeit gut zu reden. Er hat auch das erste Sportförderungsgesetz in Rheinland-Pfalz durch den Landtag gebracht. Aus seiner Zeit als Bundesminister für Jugend, Arbeit und Gesundheit ist vor allem zu erwähnen das Erziehungsgeld und die Anerkennung und Anrechnung von Erziehungsjahren in der Pensionsversicherung. Heiner Geißler war der Erste, der das in Deutschland vorangetrieben hat. Ja, und er gehört auch zu jenen, die lange vor dem Ausbruch der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, vor dem neoliberalen Turbokapitalismus und seinen Gefahren gewarnt hat. Ja, und er ist auch als Buchautor mehrfach in die politische Geschichte eingegangen. Ich erinnere an das Buch Die neue soziale Frage. Sie war damals Trendsetter in der Politik, vor allem in der Politik der Christdemokraten, weit über Europa hinaus. Heiner Geißler, herzlich willkommen in Oberösterreich. Meine Damen und Herren, das Generalthema der Veranstaltung hier in Gmunden sind Überraschungen. Es gibt sie auch in der Politik. So ehrlich muss man sein. Gott sei Dank gibt es gute und schöne Überraschungen. Wenn ich an die Geschichte der letzten 25 Jahre zurückdenke, war wohl in der Politik in Europa die schönste Überraschung der Fall des Eisernen Vorhangs. 1989, 1990 und nicht nur des Eisernen Vorhangs, auch der Berliner Mauer. Die Rasanz an dieser Entwicklung und die Tatsache, dass sie weitgehend ohne Blutvergießen vonstatten ging, konnte niemand voraussagen. Weder die Politik noch jene, die es eigentlich von Amts wegen hätten wissen müssen, ich meine diverse Geheimdienste, die damals von der Entwicklung völlig überrascht und überrollt wurden. Es gibt aus dieser Zeit sogar die Anekdote, dass der damalige US-Präsident George Bush über die langsamen und lückenhaften CIA-Berichte so verzweifelt war, dass er sich über die Vorgänge in der damaligen DDR rund um den Fall der Mauer nur mehr über den Nachrichtensender CNN informierte. Eine interessante Lehre der Geschichte: die Journalisten sind offenbar immer schneller und besser informiert, sogar als die Spione. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt noch eine weitere Form der Überraschungen, mit der wir immer rechnen müssen. Es wurde von Michael Strugl schon darauf hingewiesen, nämlich dramatische, tragische, wie wir sie in diesen Wochen nach dem Super-GAU in Japan erleben. Hier hat eine Naturkatastrophe die Verwundbarkeit der Kernkraft schonungslos aufgezeigt und der ganzen Welt deutlich gemacht, dass es sich bei der Atomkraft um eine Technologie handelt, die vom Menschen letztlich nicht beherrschbar ist. Für uns in Oberösterreich und in Österreich ist das eigentlich keine Überraschung, denn 1975 gab es den Volksentscheid gegen die Atomkraft und gerade wir in Oberösterreich haben sehr konsequent bis zum heutigen Tag diese Anti-Atom-Linie gehalten.
Wohl aber war es eine Überraschung für jene auf der Welt, und das sind nicht wenige, die auf diese Technologie als Zukunftstechnologie gesetzt haben. Japan hat deutlich gemacht, dass durch die Atomkraft die Welt zu einer Risikogemeinschaft geworden ist. Derzeit beobachten wir weltweit einen Umdenkprozess. China, das mit 27 im Bau befindlich ist, muss man sich hier mal vorstellen. In China sind 27 Atomkraftwerke im Bau und 50 in Planung. Und trotzdem, überraschend, ist die Genehmigung für den Neubau von Kernkraftwerken ausgesetzt worden. Das ist schon ein ganz starkes Zeichen. Auch in unserer Nachbarschaft, in Bayern, in der Schweiz, ist der Umdenkprozess spürbar. Die Schweiz hat das Genehmigungsverfahren für den Bau von 3 neuen Atomreaktoren suspendiert. Deutschland hat ein Moratorium beschlossen, mit dem die längeren Laufzeiten der Atommeiler auf Eis gelegt wurden und die 7 ältesten Kraftwerke abgeschaltet wurden. Ich nütze natürlich auch diese Veranstaltung, einen Appell auch an unsere nördlichen Nachbarn, an Tschechien zu richten, denn die Ankündigung, weil die anderen abschalten, jetzt werden wir mehr ausbauen, denn das ist ein gutes Geschäft, ist in Zeiten wie diesen eine Provokation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte auch bitte auch unsere nördlichen Nachbarn, hier nachzudenken. Das wird in Kürze der südböhmische Landeshauptmann oder Kreishauptmann, wie er dort heißt, zu mir kommen, und ich werde ihm das auch in aller Klarheit noch einmal sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für uns, die wir diese Atomkraft immer abgelehnt haben, bedeutet das nicht einfach zurücklehnen. Nein, wir müssen denen helfen, die heraus müssen. Wir müssen alles fördern, was dazu beiträgt, dass wir unseren Nachkommen mehr hinterlassen als nur Atomgefahren und Probleme des Klimawandels. Für diesen Weg der Alternativen kann gerade auch eine kleinere Region im Forcieren der erneuerbaren Energie, bei der Energieeffizienz, bei den Umwelttechnologien durchaus Vorbildliches leisten. Ja, meine Damen und Herren, neben den angenehmen Überraschungen, neben den bösen Überraschungen, gibt es noch einen dritten Typus von Überraschungen, nämlich die vorbereitete Überraschung. Damit meine ich eine Entwicklung, die durch rechtzeitiges Erkennen schnell ihren Überraschungscharakter verliert. Das ist die Aufgabe, der wir uns mit der Academia Superior stellen wollen. Michael Strugl hat schon hingewiesen. Es geht darum, dass wir rechtzeitig neue Entwicklungen erkennen, sie analysieren oder analysieren lassen von Wissenschaftlern, Forschern, Künstlern, von allen, die die Gabe haben, ein wenig besser in die Zukunft schauen wie wir, und die der Politik Handlungsanleitungen für die Zukunftsgestaltung des Landes geben. Die Academia Superior übersetzt das Wissen der Experten in konkrete Handlungsempfehlungen für Oberösterreich. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben diese Prozesse bewusst eingeleitet, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Politik Gefahr läuft, im pragmatischen Verwalten und Gestalten des Ist und Heute sich zu erschöpfen. Und die zweite Aufgabe, nämlich die Weichenstellung für die Zukunft, einfach zu kurz kommt. Aus dem Grund ist diese Gesellschaft für Zukunftsforschung eine ganz wichtige Einrichtung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt unheimlich viel, was sich in unserer Welt tut, und es gibt unheimlich viel, wo man in frühen Anzeichen große Veränderungen sehr rechtzeitig beobachten und erkennen kann. Für dieses Erkennen braucht es tiefgehendes Expertenwissen und ständige Beschäftigung mit diesen Phänomenen.
Es ist ein empirisches Faktum, dass es bei allen wichtigen Entwicklungen Menschen gab und gibt, die viel früher als andere darüber Bescheid wissen und daher besser auf das Kommende vorbereitet waren oder vorbereitet sind. Diese internationalen Experten möchten wir mit der Academia Superior nach Oberösterreich holen. Ich habe heute einmal im Interview die Veranstaltung in Gmunden und die weiteren Veranstaltungen und die Aufgabenstellung als ein Seismographentreffen bezeichnet. Darum geht es, dass wir die Seismographen aufstellen, um rechtzeitig zu erkennen, wohin die gesellschaftliche Reise geht. Man kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber man kann Entwicklungen erkennen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in einer komplexen Welt, in unserer komplexen Welt, mangelt es uns nie an Daten und Informationen. Alles, was für den Bestand unserer Gesellschaft Belang hat, wird laufend beobachtet, gemessen, registriert. Es kommt jetzt darauf an, die beobachteten frühen Anzeichen rechtzeitig zu sehen, sie richtig einzuordnen. Dazu braucht es Analyse, Interpretation und die richtigen Schlussfolgerungen. Natürlich anschließend auch die mutige Umsetzung. Wir wollen diesen Weg gehen. Ich möchte mich bei Michael Strugl, dem Obmann Academia Superior, herzlich bedanken. Mein Dank gilt Professor Hengschläger, dir lieber Markus, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns diesen Weg zu gehen, und auch unserem Geschäftsführer, Magister Ferdinand Kenneder, mit seinem Team, mit seinem Büro. Allen ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, Academia Superior hat in ihrer kurzen Zeit einen wirklich guten Namen und wird uns helfen, Oberösterreich weiter wirklich gut zu gestalten. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe.